Herzlich willkommen zur Vorstellung des Community Prize und der Voting-Plattform für den Community Prize. Die Zielsetzung des Preises. Der Community Prize ist ein neues Wettbewerbsformat, das Kompetition und Kooperation miteinander verbindet. Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland können Preisgelder für Forschungsmarketingkonzepte einwerben. Der Wettbewerb richtet sich an Beschäftigte deutscher Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. In einem Online-Voting werden die besten Forschungsmarketingkonzepte gekürt. Die Community stimmt ab. Die Registrierung. Auf der Startseite können Sie sich registrieren, um ein BenutzerInnenkonto anzulegen. Registrieren können sich Beschäftigte deutscher Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Für die Registrierung benötigen Sie eine institutionelle E-Mail-Adresse. Zudem fragen wir den Namen Ihrer Institution und Ihre Funktion ab. Die Einreichung von Wettbewerbsbeiträgen auf der Plattform. Füllen Sie alle abgefragten Formularfelder unter Einreichung Community Prize aus. Beachten Sie dabei bitte die Zeichenbegrenzung. Unter dem Reiter Attachments Anhänge müssen Sie zwei Anhänge hochladen. Das Vorschaubild sollte entweder quadratisch oder im Querformat als JPEG oder PNG-Datei eingereicht werden. Das Pitch-Video sollte in diesen Formaten abgegeben werden und maximal 3 Minuten lang sein. Ganz wichtig, um Ihre Antragsberechtigung zu prüfen, müssen Sie sich zusätzlich im ELAN-Portal der DFG registrieren. Bitte registrieren Sie sich auf der Voting-Plattform und auf dem DFG-ELAN-Portal bis zum 13. Oktober. Ihren Wettbewerbsbeitrag mit allen Dokumenten benötigen wir dann bis zum 26. Oktober 2021. Das Voting auf der Plattform. Unter Community Voting finden Sie die Voting-Galerie mit einer Übersicht aller Wettbewerbsbeiträge. Ganz oben auf der Seite finden Sie Hinweise zur Navigation und der Stimmvergabe. Weiter unten sehen Sie außerdem, wie viele Punkte Sie an die Projekte verteilen können. Klicken Sie auf ein einzelnes Projekt in der Voting-Galerie, um auf die Profilseite des Projektes zu gelangen. Auf der Profilseite eines Projektes finden Sie alle Angaben zum Wettbewerbsbeitrag. Rechts können Sie Ihre Bewertungspunkte für das Projekt abgeben. Außerdem ist es möglich, einen Kommentar mit konstruktivem Feedback zu einem Projekt zu hinterlassen. Die Voting-Phase läuft vom 15. bis zum 26. November. Im gesamten Zeitraum können Sie Ihre Stimmverteilung problemlos überarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg!